Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Marktplatz in Aurich. Heiko, was haben wir denn heute hier? Ja, moin. Wir feiern heute das 40. Erntedankfest hier auf dem Marktplatz in Aurich. Veranstaltet von den Landfrauen und vom Landwirtschaftlichen Hauptverein. Ja, und wir feiern unsere Ernte in diesem Jahr von den Landwirten. Zu der Ernte ist zu sagen, die Ernte ist insgesamt ganz gut verlaufen. Wir hatten allerdings in diesem Jahr geringere Erträge, sowohl beim Getreide als auch vermutet bei der bevorstehenden Maisernte. Das liegt vor allem daran, dass wir ein sehr nasses, feuchtes Jahr gehabt haben. Wir hatten starke Niederschläge hier in dieser Region und fing eigentlich im letzten Jahr auch schon an bei der Aussaat beim Getreide. Da ist vieles abgesoffen, vieles musste nachgelegt werden. Und der Krankheitsdruck war aufgrund der feuchten Witterung in diesem Jahr deutlich höher. Und das lässt dann eben auch die Qualitäten des Getreides und auch die Erträge insgesamt sinken in diesem Jahr. Dagegen ist aber, dass wir sehr gute Grünlanderträge hatten, sehr gute Grasschnitte in diesem Jahr. Dagegen sprach allerdings die Befahrbarkeit der Flächen, wo wir Landwirte sehr viele Probleme mit hatten. Wir mussten auch Flächen stehen lassen, weil zu viel Wasser auf den Flächen stand. Aber insgesamt ist der Grünlandaufwuchs in diesem Jahr sehr gut gewesen. Die bevorstehende Maisernte, die steht jetzt noch an, beziehungsweise ist jetzt im vollen Gange. Wir nutzen das gute Wetter jetzt gerade aus. Die Mais hat seinen Erntezeitpunkt erreicht. Allerdings rechnen wir da auch mit geringeren Erträgen. Der Mais hat auch sehr mit der Feuchtigkeit zu kämpfen gehabt und ist teilweise auch abgesoffen. Was war denn dieses Jahr nicht so schön? Ja, für uns Landwirte, da haben wir jetzt gerade sehr stark mit zu kämpfen, ist die Blauzungenkrankheit. Der Verbraucher kann es in den Supermärkten sehen. Die Milchprodukte sind stark angestiegen im Preis und das liegt vor allem daran, dass die Blauzungenkrankheit Deutschland erreicht hat. Die Blauzungenkrankheit ist nicht auf den Menschen übertragbar, allerdings haben sehr viele Tiere Probleme damit, sie haben Hochfieber und wir sind da leider dran gefesselt, also wir können da nicht viel dran machen. Wir haben dadurch sehr große Einbußen bei der Milchleistung und auch leider hohe Verluste bei den Tieren und da haben wir gerade sehr stark mit zu kämpfen. Wir hoffen, dass wir da in ein, zwei Monaten erstmal mit durch sind, dass dann die Winterzeit kommt, dass sich die Gnitzen, die diese Blauzungenkrankheit übertragen, dass sie sich zurückziehen und wir hoffen, dass unsere Tiere da gut durchkommen durch diese Zeit. Dann wünsche ich uns erstmal einen schönen Tag. Wir schauen uns jetzt erstmal um und dann bis später. Dankeschön. Jetzt Katrin, unsere Pastorin. Wie war der Gottesdienst? Ja, wie war der Gottesdienst? Ich freue mich immer besonders auf solche Gottesdienste mitten in Aurich mit so vielen tollen Leuten, so viel Obst, Gemüse und so viel reichlicher Gottesschöpfung. Der Gottesdienst war natürlich bombastisch. Sie haben alle mitgesungen, das hat mich besonders gefreut. Und sie haben mitgebetet und sie haben zugehört, als ich gepredigt habe. Wunderbar, besser geht nicht. Vielen, vielen Dank. So, ihr zwei, erzählt mal, warum möchtet ihr Landwirt werden? Also ich möchte Landwirt lernen, weil der Beruf ist sehr vielfältig und man macht eigentlich, kein Tag ist gleich, also jeder Tag ist unterschiedlich, man macht nie dieselbe Tätigkeit. Ja, es ist halt sehr vielfältig und das macht mir Spaß. Ist die Ausbildung schwer? Es geht, also wenn man
viel Vorwissen hat oder viel Grundwissen, dann geht das eigentlich. Ja. Ja, also ich möchte den Beruf Landwirt erlernen, da wir zu Hause einen eigenen Betrieb haben, den ich gerne weiterführen möchte. Und ich bin halt mit groß geworden und mir hat das schon immer sehr viel Spaß gemacht und deswegen möchte ich das weiterführen. Vielen Dank. Ingo, erzähl uns mal, warum soll die Jugend Landwirt werden? Ja, ich glaube, das A und O ist zu wissen, dass Landwirtschaft eine Lebensaufgabe ist. Und ich weiß nicht, es ist Überzeugung, es ist die Arbeit mit den Tieren, es ist die Arbeit mit den Maschinen. Und ich glaube, für die Leute, dass man sie da überhaupt für begeistern kann, ich glaube, das Ziel muss sein, die Vielseitigkeit in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, es gibt keinen vielseitigeren Beruf als den des Landwirts. Und ich denke, das ist für viele so eine Geschichte, wo man sich dann auch wiederfinden kann. Ja. Wie sieht denn so eine Ausbildung aus zum Landwirt oder Landwirtin? Also die Ausbildung ist ja auf 3 Jahre gegliedert. Im ersten Jahr das BFA, das Vorbereitungsjahr, dann das zweite Ausbildungsjahr. Meistens ist es so, dass man dann auf dem Betrieb ist, beziehungsweise im dritten Jahr dann auch nochmal auf dem Betrieb. Man kann die Betriebe wechseln, man kann aber auch die 3 Jahre Ausbildung auf einem Betrieb durchziehen und dann hat man praktisch seinen Gesellenbrief und ist ausgelernter Landwirt. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Du hast ja schon gesagt, das 40. Erntefest. Es ist ein kleines Jubiläum. Bei mir jetzt Olaf Mein. Hallo, schön, dass du da bist. Moin Olaf, grüß dich. Eine super Stimmung hier in Aurich. Absolut. Das Erntefest in Aurich ist jedes Jahr ein Highlight. Der Marktplatz ist voll. Was wollen wir mehr? Super. Was ist das Besondere hier in Aurich jetzt? Ja, also es kommen ja viele Standbesitzer zusammen. Wir haben gerade einen tollen Gottesdienst erlebt mit Katrin Menken, mit der Pastorin. Und im Anschluss dann die offizielle Eröffnung. Und jetzt gibt es einen Rundgang und man trifft viele Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht gesehen hat oder getroffen hat. Vielen, vielen Dank. Jetzt die stellvertretende Bürgermeisterin Antje, schön, dass wir hier sein dürfen. Erzähl, was ist das Besondere auf diesem Erntedankfest in Aurich? Das Erntedankfest hier in Aurich ist ganz besonders. Da trifft sich Stadt und Land. Die ländliche Region, die fühlt sich hier an diesem Tage ganz wohl und alle Landfrauenvereine beteiligen sich am Erntefest. Und dieses Jahr war es ein Jubiläumsfest oder ist es ein Jubiläumsfest, nämlich das 40. Bei mir jetzt Johann Saathop, extra angereist aus Berlin für Aurich. Wie ist dein Eindruck? Ihr seid schon mal rübergelaufen. Ja, ist ein wunderbarer Eindruck, jedes Jahr wieder. Ist beeindruckend, was in der Landwirtschaft geleistet wird. Ist auch beeindruckend, diese landwirtschaftliche Produktion mal auf einem Haufen zu sehen und viele Menschen zu treffen, die das auch wertschätzen. Wir haben ja oft in Deutschland die Situation, dass die Menschen Ja zum Produkt sagen, aber Nein zur Produktion. Und dies ist eine wunderbare Zusammenkunft von Menschen, die auch zur Produktion Ja sagen. Deswegen komme ich auch immer gerne vorbei. Vielen, vielen Dank. Erstmal moin hier aus Aurich. Wir sind hier beim Erntefest. Es ist ein wunderschönes Fest, super Wetter. Die Landfrauen nebenan gestalten ihre Kränze. Auf der anderen Seite gibt es die faire Milch. Es gibt leckeren Kuchen. Brote gibt es zu kaufen. Ein tolles Konzept, Stadt und Land Hand in Hand. Für die Innenstadt auch ganz toll, ganz viele Leute in der Stadt. Ich wünsche den Besuchern und Besucherinnen noch ganz, ganz viel Spaß und einen tollen Tag hier bei uns in Aurich. Ich bin jetzt
hier bei der Jägerschaft. Melanie, erzähl uns mal eben, was habt ihr uns mitgebracht? Ja, hallo. Ja, wir haben heute das Entdeckermobil hier. Das ist von der Auricher Jägerschaft mit der Umweltstiftung Bingo gemeinsam und GVO-Versicherung gefördert. In diesem Entdeckermobil sind verschiedene Stationen, wo Kinder die Umwelt besser kennenlernen können. Unsere Artenvielfalt, die wir hier auch im Teil aufgebaut haben. Und mit verschiedenen Spielen, die wir mit den Kindern gemeinsam hier machen und veranstalten, kann man alles Mögliche auch zum Thema Jagd lernen und eben auch, was die einzelnen Tiere für Eigenschaften haben und wie sie aufgebaut sind. Vielen, vielen Dank. Auftritt. Also ich fand den Auftritt sehr gut, dass hier auch so viele Leute zugeguckt haben und ja. Erzähl uns mal etwas über eure Bläserklasse. Wir von der Realschule haben 3 Bläserklassen, einen im 5. Jahrgang, das hier die 6. Klasse und einen im 7. Jahrgang. Und wir machen kunterbunte Musik und eben haben uns spezialisiert auf die Blasmusik. Vielen Dank. Sehr gerne. Erzähl uns mal, was macht ihr hier? Ja, hallo, wir sind von den jungen Landfrauen aus hier, Landkreis Aurich. Also wir sind komplett über den Landkreis verteilt. Genau, wir sind, ja, ich sag mal, jung, wir wollen ein bisschen was erleben und wir haben festgestellt, auf dem Land wird bisher gar nicht so viel geboten und haben dann einen Verein gegründet in 2021. Mitten in der Corona-Zeit hatten wir einen schwierigen Start, aber mittlerweile sind wir tatsächlich mit 100 Frauen auch vertreten in einer WhatsApp-Gruppe bislang.
Genau, wir bieten ja spannende Aktivitäten, also gerade für Jung, aber es sind auch ja, ältere, jung gebliebene Personen auch mit dabei, ja, um einfach ja, die Vielfalt auf dem Land ein bisschen zu erhöhen. Ja, einfach um sich kennenzulernen, also Frauen kennenlernen, sich einfach mal was trauen, was man sonst nicht tun würde. Man kann sich auch weiterbilden bei uns über auch den Deutschen Landfrauenverband, da gibt es ein ganz interessantes Programm. Und ja, einfach mal Spaß haben, was gemeinsam miteinander unternehmen oder auch einfach mal nett zusammensitzen und klönen. Vielen, vielen Dank. Jo. Danke auch. Enno, erzähl uns mal, was ist denn eure Aufgabe hier vor der Landwirtschaftskammer? Ja, genau. Wir sind die Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Wir sind das Glied zwischen der Politik und den landwirtschaftlichen Betrieben sowie der Hauswirtschaft und der Ernährung. Wir beraten in allen möglichen Themen, was so anfällt, bieten Weiterbildungsmöglichkeiten an, sind, organisieren in der Landwirtschaft die Ausbildung und sind für alle möglichen Fragen Anlaufstelle, egal was kommt, uns kann man immer fragen. Vielen, vielen Dank. So, ich bin jetzt hier bei den Landfrauen. Erzähl mal eben. Ja, was machen die Landfrauen? Auf jeden Fall nicht nur Kaffee und Kuchen, was uns immer hier vorgehalten wird, sondern wir machen sehr viel. Vor allem hier politische Interessenvertretung für die Frauen. Da kann Kerstin vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Richtig, Kaffee und Kuchen ist so ein Klischee und wenn man jetzt hier heute über unser Auricher Erntefest geht, sieht man, dass das nicht stimmt. Sie sind sehr kreativ engagiert mit verschiedenen Sachen. Es gibt Milchshakes, es gibt Türkränze, Fruchtaufstriche, alles was man so braucht und gerne haben möchte und nebenbei mal mitnehmen kann. Genau, aber die Landfrauen machen nicht nur solche Veranstaltungen, wo man uns ja häufig sieht, sondern hier im Verein werden auch hier Vorträge gehalten über Themen, die auch die Frauen halt interessieren. Zum Beispiel hatten wir jetzt letztens einen Vortrag über hier Erben und Vererben, was ja auch immer ein spannendes Thema ist. Und darüber informieren wir uns dann im Verein, damit wir uns auch weiterbilden können. Vielen, vielen Dank. Seid ihr zufrieden? Ja. Wunderschöner Tag, würde ich sagen.